Hallo, liebe Gamer-Freunde, hier ist wieder euer Markus und nach langer Zeit mal wieder da. Ich wollte euch heute mal mitnehmen und euch zeigen, wie sich mein Account bei Crusaders of the Lost Idols entwickelt hat. Das Spiel ist jetzt mittlerweile seit knapp 3, 3,5 Jahren draußen und seitdem habe ich es auch weitergespielt. Ich habe in der Zeit vielleicht 10, 20 € insgesamt investiert maximal. Der Rest ist einfach Geduld gewesen. Ich gehöre sicherlich nicht zu den besten Spielern, aber ich denke, dadurch, dass ich von Anfang an dabei war und immer noch dabei bin, dürfte ich schon in den Top 10 mit dabei sein. Und wollte euch jetzt, wie gesagt, erstmal zeigen oder mitnehmen, was für Neuerungen es in dieser Zeit gab. Es wurde viel Content hinzugefügt. Aber ich wollte mein erstes Video sozusagen zurückbeginnen damit, dass ich ein paar Truhen öffne. Es ist nämlich so, dass wenn der Account angemeldet ist, ich bin ja über Steam gemeldet, dann ist es so, dass ihr jedes Mal, wenn ein Event ist oder ein bestimmter Feiertag, kriegt ihr einen Gutscheincode und könnt euch dann eine Truhe in einem bestimmten Design holen. Die Truhen selber sind immer wie diese Juwelentruhen, also die hier, haben eben die gleiche Chance, nur haben dann eben verschiedene Hintergründe, verschiedene Themen zu bestimmten Anlässen und dann eben dementsprechend sind da auch nur Gegenstände drin für bestimmte Crusaders. Ihr könnt diese Codes, wenn ihr die bekommt, eingeben unter Shop und bei Redeem Code. Ich habe mir jetzt mal einen übrig gelassen für euch, damit ihr es live seht. Ja, so und wie ihr schon sehen könnt, war ich in den letzten Jahren dahingehend sehr, sehr faul und habe die Codes alle nicht abgerufen und habe das jetzt mal im Vorfeld für dieses Video getan und wollte jetzt mit euch das alles öffnen. Ich denke nicht, dass ich da große Überraschungen dabei haben werde. Es liegt einfach daran, das werdet ihr auch in späteren Videos sehen, das liegt einfach an dem Fortschritt meiner Crusaders. Aber ich wollte euch mal einfach mitnehmen bei dem doch einfallsreichen Design der Truhen und euch eben zeigen und vielleicht auch anhalten, dass ihr, wenn ihr dann auch so einen Code bekommt, den dann gleich macht. Weil ich habe jetzt irgendwie eine Stunde vorher im Vorfeld diese ganzen Codes eingegeben. Und ja, wie ihr auch sehen könnt, war ich auch hier sehr, sehr faul. Mittlerweile kann man zwar 100 Truhen gleichzeitig öffnen, nichtsdestotrotz sammeln sich die bei mir wie Wahnsinn an. Ich kann euch auf jeden Fall nicht empfehlen, die so anzusammeln. Das bringt euch im Zweifelsfall im Endgame ganz, ganz wenig, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Von daher solltet ihr die immer öffnen. Und der Rest ist dann sozusagen Futter für eure Legendary Items, aber dazu werden wir in nächsten Videos noch weiterkommen. Na, dann schauen wir mal. Das sind übrigens die aktuellen zum St. Patrick's Day. Das sind allerdings nur silberne. Ja, nichts Besonderes. So, dann schauen wir mal in den goldenen rein. Also, Material ist immer gut. Ja. Ein paar Warps, ansonsten keine Überraschung und damit eben alle Duplikate wurden dann eben schon automatisch zu Material umgewandelt. Schön wäre natürlich gewesen, gerade bei goldenen, dass man eben dann auch Material für ein Legendary bekommt, beziehungsweise episches Material. Aber gut, dann legen wir mal los. Vielleicht haben wir bei denen Glück und wir haben episches Material. Das ist immer sehr, sehr gut. Ansonsten seht ihr hier, das sind immer bestimmt für bestimmte Crusaders, Event Crusaders. Da könnte ich im Zweifelsfall sogar noch ein paar neue bekommen. Oh, das ist sehr gut. Legendary. Nochmal.
So kann es weitergehen. Okay, das war jetzt ein bisschen dünn. Auch nicht so dolle. Und hier bei der Herztruhe muss doch was drin sein. Ja, nochmal ein Katalysator für Legendary. Noch einer. Also Material ist super wichtig. Ja, beim Gear habe ich ja schon gesagt, ich werde da wahrscheinlich eher weniger neue Sachen finden. Legendary ist toll und mittlerweile für mich sogar fast noch wichtiger ist episches Material. Oder generell eigentlich Material. Weil ihr braucht, um bestimmte, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einem Crusader nicht die epische Variante von einem Ausrüstungsgegenstand findet, dann könnt ihr das, wenn ihr das Rezept habt mit epischem Material, da braucht ihr dann immer 10 Stück, könnt ihr das upgraden auf die epische Stufe und von da aus könnt ihr dann mit so einem Katalysator oder mehreren, schauen wir uns später auch nochmal an, könnt ihr das dann weiter upgraden auf die legendäre Stufe. Danach braucht ihr wieder normales Material. Von daher mangelt es mir momentan eher am epischen Material als an dem legendären, weil ich das sowieso sehr verhalten einsetze, nämlich dann, wenn es mir was bringt. Ja. Kann hier übrigens noch ein bisschen dauern. Es müsste so einen Button geben, mit dem ich 1000 Truhen auf einmal öffnen kann, aber anscheinend haben die Entwickler damit nicht gerechnet, dass jemand wie ich die nicht öffnet. Ah, sehr gut. So. Eine Schultruhe. Übrigens konnte ich das zurückgehend machen bis, ich glaube, Anfang 2017. Die 2016er Codes waren dann doch schon abgelaufen. Wer hätte es gedacht? Und ein Code für zwei Truhen zu Weihnachten war auch abgelaufen. Naja, sei es drum. Wie sieht's denn jetzt eigentlich mit meinem Material aus? Okay, 2,7, 2, 1, 1, 31 nur. Das reicht gerade mal für drei epische und 23 legendäre. Und das ist hier so eine Bonus-Coin. Aber wie gesagt, dazu bei anderen Video noch mehr. Ich habe jetzt hier übrigens die Maus ausgeblendet. Zumindest sollte es das sein. Wenn nicht, dann vergiss gerade, was ich sage. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Variante besser findet. Weil ich neige dann doch dazu, gerade wenn ich was erkläre, immer wieder mit der Maus rumzufuchteln. Oder ob ihr sagt, das reicht euch so, weil das meiste ist ja, wenn ich hier mit der Maus drauf gehe, mit dem Mauszeiger, dass ihr dann auch seht, um was es sich handelt. So, ich brauche noch ein bisschen, die ist sehr gut. Ein Legendary und drei episch.
Das kann man machen. So, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich nicht ein einziges Item bekommen, was ich noch nicht hatte. Im Übrigen entschuldige ich mich für die Tonqualität, aber tatsächlich habe ich es in 2 Jahren nicht für nötig befunden und nicht geschafft, ein neues Mikro bzw. Headset mir zu holen. Ich versuche es so anzubringen, dass ihr jetzt nicht irgendwie meine Atemgeräusche die ganze Zeit hört. Ich hoffe, das klappt soweit ganz gut. Ansonsten seht's mir bitte nach. So, und das ist der letzte. Ich werde mal in den nächsten Tagen und Wochen angehen, auch diese Truhen zu öffnen, einfach dass ich wieder mehr Material habe. Ihr seht hier bei den Ringen und so weiter, da habe ich ordentlich Sachen, die dann auch das verstärken. So 2,9, also nochmal 300, 150. Nicht wirklich viel mehr dazugekommen. Ja, und weswegen ich denke, dass ich doch relativ weit bin. Ja, ich habe jetzt knapp 243, 244 Millionen Idols. Das wirkt sich dann doch aufs Gameplay merklich aus und ich komme ziemlich weit. Aber ich habe noch nicht alle Kampagnen durchgespielt, bin aber nah dran. Ist bisher eher nur eine Sache von Fleiß und nicht, dass ich noch eins nicht geschafft habe. Allerdings habe ich hier noch zwei ausstehen, die doch eine Nummer schwerer sind. Mal schauen, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Das soll es erstmal mit dem ersten Video nach der langen Zeit gewesen sein. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und abonniert uns gerne, um auch weiterhin nichts zu verpassen, wenn neue Videos kommen. Ich danke euch, euer Markus, bis dann.